weil es gab auch keinen Grund, die Schulen zu schließen. Aber ich glaube, und das sind viele Kinder bis am Nachmittag, 4, 5, die haben durchgehend die Maske offen. Ja. Das geht nicht, das möchte ich schon, geht nicht. Mhm. Die Kinder, die in der Früh um 8 beginnen, also gehen kurz vor 8 in die Schule und verlassen sie vielleicht um 4:30, 5 Uhr nachmittags. Mhm. Da gibt es nicht, die müssen es in den Unterricht tragen, sie müssen es in den Pausen tragen, in der Nachmittagsbetreuung. Das ist schlimmer als bei jedem Arzt im Krankenhaus, das sage ich jetzt schon dazu. Und das ist etwas, was wir den Kindern zumuten und das halte ich für nicht notwendig. Und es wird, und es gibt ja auch keine Studie, die belegt, dass das notwendig ist bei den Kindern. Vor allem auch deshalb nicht, weil wir ja wissen, dass die Kinder teilweise im Wachstum sind. Gerade die 10-, 11-, 12-Jährigen, die wachsen oft, die wachsen ja nicht synchron. Oftmals sind Lunge, Herz noch gar nicht fertig ausgebildet. Das heißt, das halte ich ehrlich gesagt für einen Sadismus des Kanzlers, warum er das fordert.